Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu Böllertour XXL 1.0 für dieses Jahr. Es haben wieder ganz, ganz viele Leute gefragt, ob es an jedem Advent wieder so eine Böllertour XXL gibt. Und ich kann da natürlich nur sagen, ja. Und von Video zu Video wird die Auswahl natürlich auch immer größer. Ja, und deshalb fangen wir heute einfach mal mit ein paar kleineren Sachen an. Aber das wird auf jeden Fall bis zum vierten Advent noch richtig geil. Ja, und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit diesem Artikel an. Das sind die Moskitos von Leslie. Jeder hat ja gedacht, die werden irgendwann verboten, aber nein. Die werden nicht verboten. Ja, und ich würde sagen, hiervon zünden wir einfach mal ein paar. Ich weiß leider nicht genau, was das hier für eine Charge ist, ob das die erste oder die zweite war, weil die erste war ja noch deutlich besser. Also wir starten jetzt einfach mal mit dem hier. Schön lange Lunte. Hui. Okay, ich glaube, das war noch ein guter. Da fliegt die Banderole. Okay, wie man gehört hat, war der deutlich leiser. Mal gucken, ob der andere auch so leise ist. Okay, der war besser. Aber sind auf jeden Fall beide leiser als der erste. Da merkt man auf jeden Fall, dass der erste noch aus der ersten Charge war. Und wo das gerade schon alles so schön aufgebaut ist, würde ich sagen, wir machen hier direkt mal einen kleinen Soundcheck. Und zwar hier mit dem China Böller B von Leslie. Ja, so sehen die Teile aus. Schlecht verarbeitet. Mal gucken, ob die knallen. Ja, machen wir noch einen. Ja, kann man mitarbeiten. Ja, und weil es natürlich Böllertour heißt, müssen wir natürlich auch eine Tour machen. Und deshalb würde ich sagen, wir machen uns hier mal vom Acker und gehen auf die Wiese. Ha, Wortspiel. Ja, also los. Ich würde sagen, es ist Zeit für den nächsten Soundcheck. Guckt euch das Wetter an. Hammergeil. Und für den Soundcheck nehmen wir hier einen Dynamit Super Böller 1 von Pyroart. 2,5 Gramm NEM. Also, mal gucken, wie der Sound ist. Ob es dieses Jahr immer noch genauso klingt wie letztes. Ui. Ganzes Loch hat er da reingemacht. Hört sich auf jeden Fall lustig an, das muss man sagen. Ich bin jetzt einfach mal ein paar Meter runtergegangen, mal gucken, wie es hier so klingt. Man hört leider ein bisschen den Trecker im Hintergrund, ist hoffentlich nicht so schlimm. Ja, und als nächsten Böller haben wir hier den Super Böller A von Keller. Ist schon etwas älter, wir gucken mal kurz rein. Für heutige Böller hat er noch eine recht gute Verarbeitung. Vorne zugestopft, hinten zugeharzt. Wandung ist noch ein bisschen besser als bei heutigen Böllern. Okay, also Nummer 1 wird gezündet. Boah, richtig gut. So, und Nummer 2. Oh, sehr schön. Sehr schöner Geruch. Ja Leute, jetzt geht's weiter in der Dämmerung und wir sind an einem ganz besonderen Ort. Hier feiere ich auch immer Silvester und hier entstehen auch die ganzen Silvester-Videos. Also nicht genau hier, sondern etwas weiter oben, aber ihr könnt mal gucken, wie das hier aussieht. So. Gerade jetzt mit dem Abendhimmel sieht natürlich mega geil aus. Also dann habt ihr das jetzt auch mal ungefähr im Hellen gesehen. Für den Artikel brauchen wir jetzt einen guten Untergrund. Und zwar ist das hier ein Feuerwirbelsprungrad von Weco mit altem Warenzeichen. Ich sag jetzt mal nicht, was das macht, ihr könnt es euch aber bestimmt denken. Also wie gesagt, lasst euch einfach überraschen, was dieses Teil macht. Ich zünde es einfach mal an. So geiles Teil. Hier unten die drei Düsen und hier. Also wirklich sehr, sehr geiles Teil. So, und jetzt werden wir hier an der nächsten Location, und zwar hier auf unserem Senffeld. So sieht Senf aus, wenn man den, sät. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zu unserem nächsten Artikel, und zwar ist das hier Crazy Chicken 3. Wird ja wahrscheinlich jeder kennen hier aus Freilandhaltung. Ja, wir zünden es einfach mal an.
Boah, der hat sich aber ein gutes Ei da rausgedrückt. Sonst waren die immer viel kleiner. Tja, also. Lustige Teile. Langsam stirbt das Ding ab. Als nächstes haben wir hier einen Vesuv von Nico. Den Vulkan hat man ja auch in einigen Sortimenten von Nico. Ist eigentlich immer ein ganz cooles Teil. Wollen wir den mal testen. Richtig schönes Teil, aber irgendwie zerstört er sich gerade selbst. Und das liegt nicht an den Pflanzen. Oha. Okay, der Schluss war irgendwie ein bisschen komisch. Aber sonst sehr, sehr schönes Teil. Und weiter geht's. Und zwar hier mit der Phantomsirene von Tene mit Soundeffekt. Bin mal gespannt, wie das hier kommt. Ob das irgendwie zurückschallt oder so. Und ich probiere das mal im Feuerwerksmodus. Dann lasst mich mal wissen, ob das besser aussieht als im normalen Modus. Vielleicht sieht das ja geiler aus hier dann mit dem Hintergrund. Und ihr merkt, im Feuerwerksmodus ist direkt alles viel, viel dunkler. Man sieht nicht mal mehr, wo die Fontäne steht. Also mal gucken, wie das aussieht. Das war ein Durchzünder. Oha. Und das piepst im Ohr. Keine schöne Fontäne. Dann geht's halt direkt zum Finale. So, wir haben noch mal einige Zeit später und ich denke, jetzt ist es Zeit für das Finale. Und zwar gibt es jetzt die Green Hawk von Weco. NEM haben wir bei dem Teil 15 Gramm. Und ich bin mal gespannt, ob es wieder nur so eine Plop-Rakete ist oder ob die auch mal was kann. Dann gucken wir mal, wie das hier im Feuerwerksmodus aussieht. Ui. Der Schall ist natürlich geil. Überall rieselt es immer noch. Ja, es war zwar wieder eine Plop-Rakete, aber für die 15 Gramm NEM war der Effekt auf jeden Fall ganz okay.